Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator, weil hier mit Kabi. Jo. Oh. Die letzte Stunde, das ist immer so ein Headmack, ne? Ja. Ja, okay. War jetzt eigentlich auch blöd wegen jetzt Schnellstellen und so weiter. Ansonsten wäre es eigentlich. Ja. Ich finde es alles easy. Ist alles in Ordnung. Alles okay. Ach, Molkerei, habe ich gesagt, brauchen wir kein Wasser. Mein Gott, wie viel Kompost geht denn da rein in das Ding? 100.000. 100.000 geht in das Ding? Ja. 82.000 erreicht. Was brauchen die Kühe? Kraftfutter. Stroh ist genug. Gras. War Gras für dich? Gras. Die brauchen Gras, Kavi. Haben wir noch Gras? Ja, ja. Auch da, wo Stroh ist, ne, ist Gras drin, ne? Mhm. Heu, Stroh, Gras. 102.000. Hallo? Laden? Bin ich noch da? Ja. Du stehst nicht genau drunter. Ich konnte aber auswählen. Ach so. Jetzt geht's. War ich aber auch nicht voll. Ich denke, so 20.000 werden wohl reichen. Bald müssen wir auch anfangen, Mist auf die Felder zu fahren. Also werden wir echt viel davon haben. Können wir nämlich verkaufen. Oder wir verkaufen, oder wir stellen die Düngerstufen höher. Wenn man die Big Butts hat, kann man da drüber, glaube ich, echt diskutieren, Kabi. Oder sich überlegen, das zu machen. Ja oder nicht? Ja. Bin mal gespannt, wie viel Milch das wir hatten jetzt mit dem noch schneller stellen, ne? 12.000 hatten wir, wo wir mal geguckt haben, ne? Ja. Zwölf. Soll ich Gras wieder reinkippen fürs Umwandeln auf Heu? Ja, kannst du machen. 16.000, fast 17.000. Das ist viel. Hier sind noch 12.875 drin. Okay. Ja, das Heu brauchen wir doch nur für Ding. Ja. Für die Füttermuschanlage. Und fertig haben wir schon 85.000. Naja, kipp das dann noch rein und dann. Ja, hab ich schon. So, Hänger wegbringen. Tiere sauber machen. Ich glaube, wir machen heute eine weniger. Nein, warum? Weil wir nicht mehr schaffen. Da müssen wir spulen. Am nächsten Tag. Weil so viel gibt es gar nicht mehr zu tun, Maka. Nee. Ich kann eigentlich dann, ja, schnell stellen. Da ist jetzt echt schon viel Milch drin, ne? Und Haarmilch müssen wir auch noch machen. Kannst du schon fast beigehen und auch was zur Haarmilch fahren, oder nicht? Nee. Weil jetzt bin ich fast gleich. Ja. Weil jetzt haben wir. Ja, 95% Milch, 93% Zucker, 85% Kirschen, 85% Pflaumen und 94% Wasser. Also die Produktion kann voll durchrattern. Und du kannst da lagern. Boah, das sehe ich jetzt hier gerade nicht. Muss ich kurz ins Tablet gehen. Bei Joghurt kannst du... Ach, da war es für Molkerei. Kannst du 116.000 Joghurt.
Alter, wenn du 116.000 Joghurt verkaufst, berechnest du, kriegst 13.000, dann hast du eine halbe Million gemacht. Ja. Einfach mal so. Genau. Eine halbe Million. Hast du schon mal einen Big Butt? Ja. So gesehen. Und dann kommt in dem Sinne... Ja. Ja. Ja, wir werden das beim... Also ich bin auch der Meinung, dass wir wirklich zum nächsten Aufnahmetag die drauf machen schon. Oder nicht? Ja, kannst du eigentlich dann schon davon ausgehen, dass du den kleinen Trecker kannst du eigentlich schon verkaufen. Auch noch. Auch weil noch. Den brauchst du fast nicht mehr. Dann brauchst du den noch. Ja, wenn du die Big Butts hast, dann nicht mehr. Aber zu den Big Butts gehört ja auch noch ein bisschen mehr. Wir müssen die großen Sämaschinen kaufen. Ja, das ist auch noch. Also Mille brauchen wir eigentlich schon fast. Also bin ich auch der festen Überzeugung. In der Radlader-Schaufel ist vorne ein bisschen Gras drin. Ich werde das nicht los, weil ich gerade vollgekippt habe. Ja, kipp das. Einfach warte. Drin lassen. Wir brauchen ihn doch nicht. Und wenn wir uns nächster Tag rum ist, kann ich es reinkippen in den Kühen. Ja, kannst du reinkippen. Ja. Dann mache ich sie ja eh sauber. Also daher gut. Ist es... Jetzt haben wir Joghurt fertig, die Dinge haben wir fertig, dann haben wir eigentlich alles. Ich fahre jetzt erstmal mit dem Mähdrescher noch in die Waschstraße, weil der sieht nämlich aus wie geschissen. Aber dann sind wir eigentlich fertig, ne? Ja, ich gehe auch davon aus. Kühe sind vollkommen okay. Ja. Eigentlich ja, Kabi. Ich habe jetzt die Milch noch nachgefüllt, die Produktion läuft, die Eierfarm läuft, die Kirschfarm läuft sowieso noch. Benzin, weil Benzin, glaube ich, können wir noch vielleicht abholen. Ja, dann fahr mal hoch zur Raffinerie, würde ich auch sagen. Hol es lieber. Nicht, dass das voll läuft. Oder vielleicht können wir auch schon hochgehen, noch was hinbringen an Material. Nicht, dass die leer läuft. Kann ich auch gerade mal gucken. Raffinerie, zack, 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 zack. Sonnenblumen gehen 10.000 rein, Raps gehen, geht ein bisschen was rein, Sojabohnen auch. Also Raps wäre das Einzige, was wir ein bisschen reinkippen können. Na, ist schon 50% Treibstoff drinne. Okay. Darf's voll laufen. Hol das jetzt mal und füll noch mal auf, dann lassen wir das über Nacht laufen. Ja. Und das machen wir noch. Und dann können wir schnell stellen. Ich muss wieder die ganzen Apps kaufen. Ich kauf die jetzt, ja? Ja, kauf die jetzt. Jetzt haben wir Geld. Alter, ich kann nämlich nichts machen. So. Jetzt drücke ich mal auf Speichern. So. Vielleicht läuft es dann bei mir auch mal, dass ich die Apps habe weiterhin. 54 Kühe, misst 25.000, misst 47.000 Liter Gülle. 47.000 Liter Gülle, Leute. 40 Anzahl der Eier haben wir schon. Oh, wir müssen mal zu den Eierhof. Echt? Zu den anderen Hühnern, die wir auf dem Hof haben. Das sind die Einzelhühner, die man so einsammeln kann. Da liegen auch schon 40 Eier. Mal drüber hüpfen. Ja. Oh, Strecken, Alter. Oh. Was im Arsch heute. So, jetzt hat man noch mal wieder einen vernünftigen Mähdrescher. Das kann ich ja gar nicht leiden. So muss ein Mähdrescher aussehen. Schön schick von innen. Ach, hier, der schwarze Schlauch von Kabi. Ich kann Raps Tabak ernten.
ist fertig. Echt? Ja, laut. Mach gleich. Laut Karte, ja. Du weißt jetzt nur nicht, welches Beißgebiss. Ich glaube, das vom Mais, ne? Ja. Nee, oder? Weil ich gucke, oder? Garage. Leiterwerke. Ja. Doch, ja. Das vom Mais. Tropfen war nämlich das andere, oder? Tropfen, ja, ist das andere. Aber hat die Zigarettenfabrik noch auf? Bringt uns das jetzt noch was? Ja klar, bringt uns das noch was. Wir können abernten und können nochmal neu säen. Also das würden wir sogar noch schaffen in der Zeit. Ja. Die Fruchtart hat sich aber nicht geändert vom Aussehen her. Finde ich. Oh. Nicht? Ja. Aber ist erntereif auch laut PDA, ne? Ja, laut PDA, ja. Jetzt ist es braun, ja, oder so? Geht. Nee, aber oben ist es nicht mehr weiß, oder? Jetzt ist es braun oben. Echt? Doch, ist immer noch weiß. Bei mir zumindest. Und Hopfen? Hopfen ist noch nicht fertig. Ne. Ich so viel rein? Ja. Ja. Echt? Ja, 2000. 20% jetzt schon. Heilige Scheiße, Kari. Ja, dann hauen wir doch heute noch voll durch. Weil das wird jetzt erst noch erledigt, Alter. Ja, gesät ist es ja auch gleich. Also das ist jetzt, ja, das ist ja vorbei. Lächerlich. Aber wir müssen ja gleich Tabak wieder anbauen. Umso eher wir es wieder drauf haben, umso besser ist es ja für uns. Alter Schwede. Prozent ein Weg. Und das ist nicht groß, das Feld. Also finde ich. Ich stelle da gleich einen Container hin, warte. Mega gut, Kavi. Mal gut, dass ich noch mal geguckt habe. Haben wir mal 10.000 pro Weg. Oh, 20.000, Kavi, 30.000 kriegen wir runter. Stell dir den hier hin. Ja. Ist doch mega. Jetzt gleich zur Raffinerie. Aber beim Bulgarenessen ist sowieso geil, Alter. Nee, nicht Bulgaren, Mogolen. Mogolen ist auch gut. Mongolen, ja schon. Oh, ich hab zwar momentan auch so einen komischen Bauch, aber ist ja, Alter. Einmal fressen. Fressen ist immer gut. Richtig. Kannst du das gleich auch noch hinbringen, Alter? Es geht ja jetzt. Oh, Tabak kriegen wir auch, Junge, Zigaretten. Ja, wir haben nur noch 20 Minuten, Alter. Schaffen wir. Mal gut, dass wir damals schon alles vorbereitet haben, ne? Ja. Es wird alles klappen. Soll ich dir ganz ehrlich was sagen? Wenn ich das Feld nicht schaffe, fertig zu flügen, fertig zu sehen, kacke ich einen drauf. Ohne Scheiß. Dann müsstest du eigentlich schon schaffen. Klar schaffe ich das. Ich schaffe alles. So.
So, wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.